EFT kriegt jetzt einen PUBG-Modus. Auf jeden Fall haben wir jetzt Airdrops im Spiel. Das ist Thema an heutigen Tag of News. Moin Leute, bevor ihr euch wundert, ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber ich habe die Haare nicht schön, also Mütze drüber. Dann haben wir tatsächlich ein neues Event in Tarkov. Und zwar fliegt zeitweise ein Flugzeug über die Karte. Keine Sorge, ihr hört das. Das ist verdammt laut. Das Flugzeug fliegt in einer geraden Linie, eben wie in PUBG, und lässt Airdrops fallen. Und die Airdrops, boah, die haben es in sich. Leute, da ist richtig guter Stuff drin und der Container ist übelst groß. Aber natürlich, wie es halt ist, ne, mit Airdrops und so weiter, wo guter Loot ist, wenn Spieler kommen. Also seid vorsichtig, da werden Leute drumherum campen, da werden Leute contesten. Also kann ganz schön gefährlich sein, das Ding zu holen. Aber Uhrzeit ist sehr unterschiedlich, scheint komplett random zu sein, wann das Flugzeug kommt. Leute haben berichtet, ein paar Minuten nach Start der Runde. Bei mir war es in den letzten 5-6 Minuten, dass das Ding runterkam. Also ich musste ganz schön stressen zum Exit danach. Also sehr, sehr unterschiedlich, aber ja, das ist aktuelles Event. Ich finde es wahnsinnig geil. Falls wir irgendwie noch mehr wissen, falls es noch mehr Events gibt generell oder irgendwelche Updates, wie immer, unten in den Kommentaren. Also auf jeden Fall reinschauen. Dann, wie immer, Daumen nach oben und ey, viel Spaß. Ich finde das Event Bombe. Mir gefällt's. Wie findet ihr es? Lasst mich wissen. Und dann, gute Raids.